In folgendem Tutorial wird Ihnen die Bedienungsoberfläche der Artemis Suite nähergebracht und Sie bekommen einen Überblick, wo sich zentrale Tools und Funktionen befinden. In der Menüleiste am oberen Bildschirmrand können Sie unter File Projekte und Dokumente erstellen und speichern oder alte Projekte aus Artemis Classic importieren. Unter dem Punkt Playback erreichen Sie den Player und die Playback-Filter zum Abspielen und Filtern von Geräuschdateien. Der Punkt Data Acquisition bietet Ihnen Möglichkeiten zur Datenerfassung in speziellen Projekten, zum Beispiel für Impact Measurement oder Real-Time Filtering mit dem Squadriga 2. Mithilfe der User Documentation können Sie Ihre Daten dokumentieren. Über das entsprechende Menü können Sie Documentation Templates für zukünftige Messungen erstellen, um Ihre Messungen einheitlich zu dokumentieren, oder einen Viewer öffnen, um sich die User Documentation anzeigen zu lassen. Über das Database-Menü erreichen Sie Datenbankfunktionen wie die komfortable und schnelle Suche und die Navigation Views. Navigation Views erlauben es Ihnen, die für Sie sinnvollste Strukturierung der Daten zu verwenden, ohne dass die Daten an sich auf der Festplatte verschoben werden müssen. Unter Tools befinden sich Vorverarbeitungswerkzeuge wie der APM Generator, mit dem Sie künstliche Drehzahlsignale erzeugen können. Zudem erreichen Sie unter Tools die Options der Artemis Suite. Die Options beinhalten umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten Ihrer Software wie Einstellungen, die die Wiedergabe oder den Export Ihrer Ergebnisse betreffen. Neben der Menüleiste ist der Head Navigator ein zentrales Werkzeug der Artemis Suite. Im Head Navigator haben Sie vollen Zugriff auf Ihre Festplatte, um zum Beispiel per Drag and Drop Dateien in ein Projekt zu bewegen oder Geräuschdateien direkt wiedergeben zu können. Mit einem Rechtsklick erreichen Sie das Kontextmenü einer Datei. Neben Funktionen wie der User Documentation stehen Ihnen im Kontextmenü Exportmöglichkeiten zur Verfügung und Sie können Dateien in unterschiedlichen Werkzeugen der Artemis Suite direkt öffnen. Trägt eine Datei User Documentation, wird dies im Head Navigator durch einen unterstrichenen Dateinamen erkennbar. Wurde der Head Navigator geschlossen, können Sie ihn unter View in der oberen Menüleiste wieder einblenden. Dies war ein kurzer Überblick der Bedienungsoberfläche der Artemis Suite, der Ihnen den Zugang zu einigen Funktionen und Tools erleichtern soll.